Minecraft, willkommen zur 13. Folge Minecraft Sky Factory. So, wir machen uns gleich nochmal dran, ein paar Solarzellen aufzubauen. Deshalb brauchen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Ich wünsche euch außerdem einen schönen zweiten Advent. Der ist ja heute. Jo, und dann gucken wir mal, was gleich hier noch los ist. Na, 18, ah ne, okay. Ein Stack und 18, das ist schon mal besser. Oh, da haben wir noch einen Haufen Cobblestone. Puh, Bäumchen. Bäumchen. So, unsere Maschinen da hinten haben nämlich alle funktioniert. Wir haben hier jetzt schon in dieser Barrel einiges an Cleanstone. Habe ich hier gerade schon mal jeweils ein Stack reingehauen, damit wir weiter Stein bekommen. Glas. So, warte. Ai, ai. 5 kriegt man hin. 10 passt auch. Kriegt man noch mal eine große hin. Oder eine größere. Groß ist die ja nicht. Aber davon haben wir jetzt schon 2, 4, 6, 7 Stück. So, jetzt brauchen wir Aluminium. Ich habe hier noch 2. Hier habe ich, glaube ich, gerade schon alles raus. Aber hier ist noch Aluminium. 6 Hilo. Gucken wir nochmal 7 Aluminium. Das ist auch gut. Dann kriegt man nochmal. Wie viel kriegt man denn da nochmal hin? Sogar noch Sand. Warte mal. Aluminium rein. Ja, im Moment haben wir ein Aluminiumproblem. Und das müssen wir, glaube ich, gleich mal beheben. Indem wir hier mal was durchhauen. Ja, da hauen wir mal eine Kartoffel noch rein. Dann geht es hier ruckzuck. Und sonst haben wir hier, glaube ich, kein Aluminium mehr. Aber 7 kriegt man nochmal hin. Es könnte nochmal für eine große reichen. 5, ich brauche noch 3. Sehr gut. Dann machen wir uns hier mal noch mal ein bisschen ans Ausbauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich da gebaut habe. 3, dann 1 ums Eck und dann wieder 3. 3, 1 ums Eck und wieder 3. Okay. Ich hätte gerne ein bisschen Limestone. Ich habe mich verbaut. Das kann nämlich nicht sein. Wir waren da, glaube ich, ein Block weg vom. Ja, ein Block weg. Ich dachte, wir hätten richtig gebaut.
Hier. Warum fällt das alles runter? Jetzt haben wir die richtige Struktur. Dann nehmen wir hier mal noch Cleanstone. Nein. Zacke kaputt. So. Hier ist Sand. Sand sieht die gut aus. Acht. Neun. Das reicht. Sehr schön. Sehr schön. Das freut mich. So, und noch eine Solarzelle. Sehr schön. Gut. Das hat schon mal funktioniert. Dann können wir hier noch mal ein bisschen Steinchen verarbeiten. Marble produzieren wir gerade auf Vorrat, aber das wird man später auch noch brauchen. So ist das ja nicht. Aluminium, haben wir nur eins. Auch auf, dann ist die Produktion hier durchgehend besetzt. So, es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt wird man vielleicht noch eine Fackel setzen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir hier machen. Drei Fässer machen. Oder wir bauen den ganzen Kram hier irgendwo anders hin. Aber wir könnten auch mal uns noch eine Spitzhacke bauen. Kurz mal aus Eisen. Und dann da drüben weiterbauen. So, gut, schlafen, damit keine Zombies entstehen. Man kann schon so ein bisschen die Struktur auf der Minimap erkennen. Durch die Automatisierung mit dem Stein sind wir natürlich schon ein bisschen deutlich schneller.
wir gleich wieder rein. Nein, falsch gebaut. Der hier gerade weg. Ich bin vielleicht ein bisschen nah an meinem Nachbarn dran, so dass wenn bei dem was explodiert, das bei mir wahrscheinlich auch irgendeinen Schaden hinterlässt. Ja, sagte ich schon, ich hätte mich wieder verbaut. Sieht alles ganz gut aus bisher. Wir kriegen das hin. Yes, we can. Wie die Amis gesagt haben. Ja, Aluminium. Es braucht einfach, bis das alles durchgelaufen ist. Limestone. Limestone haben wir auch nicht so viel. Das ist halt die Sache hier. Wir müssen alles immer selber vorproduzieren oder produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich schon an dem... Ja, ich bin wirklich schon dran. Also 3. Bisschen Konzentration gefordert. Mein kleiner Finger tut jetzt schon wieder weh. Und die ganze Zeit Shift drücken. Anstrengend, anstrengend, immer so genau zu arbeiten. Oh, oh, fast wäre ich da runtergefallen, aber nur fast. gerade noch den Absprung geschafft. So, also die Grundstruktur ist schon mal fertig.
Also die Länge passt, glaube ich, nicht, so wie es aussieht. Aber das ist egal. Ich glaube, da war auch noch, genau, da haben wir noch Limestone. Ist nicht viel, sind bloß 29, aber das reicht, um da hinten schon mal dicht zu machen. Bald geschafft, dass meine komplette Bauebene hier fertig ist. Das wird dann riesig. So, die haben wir mal hier ein bisschen geupgradet. Lass dir Gas geben. Aluminium haben wir jetzt nicht so viel. Glas müssten wir viel haben. Warte mal, ich habe doch da. Doch nicht. Aber da hauen wir mal das eine Stack Sand noch durch, was wir haben. Hier. So, rein da. Jetzt mal tiefes Durchatmen. Oh, ich freue mich so, wenn ich mich hier endlich mal bewegen kann, ohne dauernd Angst haben zu müssen, dass ich runterfalle. Und das wird man auf jeden Fall in der nächsten Folge fertig kriegen. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Folgen hier noch ein bisschen Stein zermahlen, zersieben. Der Sand ist ja auch gut aufgehoben. Der Cobblestone. Der macht da oben mal. Ich mache hier mal zu. Ne, da lassen wir auf. Da machen wir zu. Dann kommt hier nichts mehr rein. Genau. Ach, das geht gar nicht. Den hier können wir beschleunigen. Da läuft alles. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen vierten, zweiten Advent. Einen vierten haben wir noch nicht. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Ich würde mich darüber freuen. In der nächsten Folge werden wir hier eben den Boden fertig machen. Und dann sehen wir weiter. Dann müssen wir das untere Geschoss mal fertig bauen. Ja, heute mal eine kürzere Folge, einfach so, weil es so ist. Kabel, warte mal, hier Marble machen wir mal raus. Und ich denke, nächstes Mal werden wir uns vielleicht an die automatisierte Einsortierung unserer Rohstoffe hier machen. Damit wir die Maschinerie einfach mal auch ein paar Stunden laufen lassen können, wenn wir offline sind. Und dann ist das gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch ein bisschen Glas. Warte mal. Ne, Aluminium haben wir ja keins mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.